Seid gegrüßt, Sportsfreunde. Heute geht es um die Grüntee-Kapseln aus dem Hause ESN. Was ich euch darüber sagen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Also ich glaube, das Thema Grüntee-Extrakt, das habe ich in anderen Videos schon ziemlich ausführlich behandelt. Sowas wird natürlich gerne als Sportler eingesetzt, wenn man in der Diät, wenn man in der Definitionsphase ist, quasi als Natural Fat Burner. Ganz einfach deshalb, weil es auf Naturbasis funktioniert und anders als so klassische Fat Burner keine Nebenwirkungen hat, also kein übermäßiges Schwitzen oder keine komischen Gefühle beim Sport, sodass man sich sagt, das Ganze nutzt sich ab bzw. zeigt Nebenwirkungen. Das ist so der Vorteil von Grüntee-Extrakt und die Firma ESN hat es geschafft, dieses Produkt als ein veganes rauszubringen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll denn bitteschön an Grüntee-Extrakt von tierischer Herkunft sein, dann ist es genau die richtige Frage. Aber wie ihr sicherlich wisst, meistens werden Gelatine-Kapseln verwendet. Der Hersteller ESN hat sich gesagt, genau da machen wir die Sache so ein bisschen besser, zumindest aus Sicht der Veganer ein bisschen besser. Das sind hier Zellulose-Kapseln. Pro Kapsel sind 1000 Milligramm enthalten, davon 55% EGCG, das ist der Aktivstoff. Das bedeutet, ihr habt pro Kapsel schon mal standardisiert auf diesen Wirkstoff eure Dosis. Wenn ihr euch einen grünen Tee kocht, wisst ihr nämlich nicht, wie viel davon enthalten ist, wie viel EGCG. Das unterscheidet sich nämlich auch je nach Sorte. Hier ist das Ganze eben kontrollierbar. Das ist der Vorteil. Hier habt ihr einen hohen Anteil an EGCG, nämlich 55%. Hinsichtlich der Einnahme empfiehlt der Hersteller eine Kapsel. Ich sag's euch so, ihr könnt davon auch zwei Kapseln nehmen. Das Ganze hat keine Nebenwirkungen. Ich persönlich bevorzuge die Einnahme gerne morgens oder vor dem Training. Abends am besten nicht, wenn ihr einen leichten Schlaf habt oder wenn ihr euch sagt, ich reagiere sehr empfindlich auf Koffein, denn im Grüntee-Extrakt kann es ein bisschen zu koffeinähnlicher Wirkung kommen, um so auszudrücken. Also wenn ihr sowas abends in hoher Dosierung nehmt, dann kann es sein, dass ihr nicht so gut schlaft. Meiner Empfehlung nach persönlich morgens oder eben vor dem Training. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, also der Vorteil liegt hier ganz einfach im Gegensatz zu einem klassischen Fatburner darin, dass ihr auf natürlicher Basis arbeitet, dass sich das Ganze nicht abnutzt und keine Nebenwirkungen habt. Gerade bei einem Fatburner wisst ihr nicht, wie viel Koffein ist da drin, beziehungsweise wie viel Koffein und weitere Inhaltsstoffe. Hier wisst ihr es, ihr arbeitet mit reinem Grüntee-Extrakt, standardisiert auf EGCG, also auf den Aktivstoff, der ganz besonders wichtig ist. Und da wisst ihr sicherlich auch, was ihr nehmt. Also beim Hersteller ESN, Made in Germany, hat man natürlich als Sportler ein hohes Vertrauen. Genau das ist der Vorteil. Nicht unerwähnt möchte ich natürlich auch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis lassen. Also da könnt ihr einfach selber reinschauen bei uns im muskelmachershop.de. Der Link ist wie immer direkt unter diesem Video. Könnt ihr euch anschauen, könnt ihr euch auch nochmal gerne die Artikelbeschreibung durchlesen, noch so ein paar Informationen aufsammeln, einsammeln und wenn ihr es wollt, natürlich bestellen. Das war's dann soweit von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, viele Grüße, euer Simon.